Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Stardew Valley. Yay! Wunderschöner sonniger Tag, ich vergesse immer, wenn Regen ist. Höchst unzufrieden, ich bin auch unzufrieden mit dem... Ne, warte mal, ich gehe nochmal rein. Ich bin sehr unzufrieden mit den Geistern. Was nehme ich denn mit? Ja, Pizza, ein bisschen Spaghetti nehmen wir noch mit. Denn heute gehen wir wieder auf Tuchfühlung mit den Leuten. Ja, habe ich mir so überlegt. Wird auch mal wieder Zeit, finde ich. Ja, wie dem auch sei. Irgendwas wollte ich noch machen. Ach ja, genau. Ein bisschen Algensuppe. 9-mal Algensuppe. Gut, 2 sind noch drin. Das ist okay. Ich wollte eigentlich 10 machen. Ist aber auch egal. Das wird uns munden. Was nehme ich mit? Was schmelze ich ein? Was tue ich? Den nehme ich mit. So, ich glaube, anbauen brauchte ich jetzt erstmal nichts mehr. Davon nehme ich noch 2 mit. Ich glaube bloß, die Lea mochte die Finger. Ansonsten, da ist, wenn wir zum Dingens gehen, zum Rasputin. Hier ist heute jetzt so erstmal nichts mehr zu tun, glaube ich. Ich könnte hier noch mehr Felder machen, hier rechts, aber da habe ich jetzt gerade überhaupt keinen Bock. Deshalb lassen wir die Farm erstmal Farm sein und kümmern uns mehr um unsere... Da fällt mir ein, ich wollte ja was anderes machen. Ich habe doch Hartholz in der Hose. Nein. Oh, sehr gut. Ich kann endlich mal Energie sammeln. Das wird auch mal Zeit. Hä? Achso, die arbeiten noch. Entschuldigung. Ich dachte, ich kann schon sammeln. Wo ist denn... Da ist er. Muss erstmal wieder reinkommen. Sorry, Leute. Ja, Queenie. Die echte Queenie schläft. Und es hat der Blitz eingeschlagen, da sehe ich gerade. So, jetzt würde ich gerne erstmal meine Taschen leeren. Ich habe so viel Müll da drin. Und damit meine ich nicht das Essen, was ich mitgenommen habe. Kupfer brauche ich auf jeden Fall nicht. So. Hartholz wollte ich mitnehmen. Hartholz. Ich habe doch nicht mehr so viel Hartholz, wie ich dachte. Und Holz. Denn ich würde tatsächlich echt gerne mal meine Tiere einzäunen. Ja, mein liebes Kätzchen. Denn es ist mir ein Graus, dass die ja ständig rumrennen. Es ist fertig. Ich habe nichts dagegen, dass die Tiere rumrennen, aber ich hätte sie schon gerne ein bisschen kontrollierter rumrennen. Sie werden schneller glücklich, wenn sie draußen rumrennen, das weiß ich. Oh, die uralte Frucht ist fertig, sehr gut. Warum kann mir jetzt alles hier drin verschimmeln erstmal? Warum? Wir haben genug Geld. Kann uns eigentlich alles egal sein. Na, Fritzchen? Ja, finde ich auch. Ich bin auch dafür, dass auf Alkoholsteuer verzichtet wird. Oh, oh, oh! Oh! Oh, was ist denn da passiert? Mensch, Fritzchen, du hast eine extra Portion Möhren verdient. Würde ich da fast mal sagen. Hühnchen. Wie zur Hölle kommen die Tiere dahinter? Also das stört mich ein wenig, wenn ich ehrlich bin. Das muss ich mal zumachen. So. Ich hätte es nie gedacht, wir haben... Oh, sogar eine Supertrüffel. Wir haben tatsächlich jetzt was bekommen, was ich nicht mehr für möglich gehalten habe. So, erstmal du. So. 2-1. 2-2. 3-2. Sind wir wieder bei 2. Der Teufel weiß, wo das letzte Vieh jetzt hingerannt ist.
Da ist er. Genau das hasse ich. In solchen Spielen. Wenn die Viecher dann irgendwo hinrennen und irgendwas tun, was sie gar nicht sollen. Das geht einfach nicht. Man muss sie kontrollieren. Sie können gerne draußen rumlaufen, aber ich muss sagen, das stört mich einfach, wenn Tiere frei sind. Das kann ich einfach nicht haben. Die müssen wie in Minecraft eingesperrt sein und dann ist das gut. Dann können die nicht weg, am besten noch irgendwie angebunden, so dass sie nur im Kreis laufen können. Wir brauchen Tiere nicht. Ist auch im echten Leben so. Wir brauchen Tiere nicht. Und jetzt hassen mich alle Leute, die das Let's Play hier noch verfolgen auf irgendeine Art und Weise. Das müsste so gehen. Die Eier sind auch gut, dass ich die da hab. Und eine Entenfeder, die nehme ich vielleicht mal mit. Zeige ich dem lieben Elliot. Reed. Moment, Killer. Nein, das wirst du garantiert nicht essen. Inventarfall, ja, Haititai. So, machen wir es halt so. So, das Schattenei könnte ich eigentlich stacken, glaube ich. Sehr gut. Diese blöden Enteneier. Nein, verdammt, ich bin so blöd. Hör auf, das essen zu wollen, verdammt. Schatteneier nehme ich mal mit, denn das ist ein gutes Geschenk für Sebastian und Krobus, wenn ich die Typen jemals finde. Dann bleibt das halt hier. Und das. So, und dann würde ich dann gerne die ganzen Leute ablaufen, wenn ich ehrlich bin. Ich werde glücklich. So, Robin mochte, glaube ich, Spaghetti. Kann sie auch gleich haben. Nee, kann sie nicht. Ich komme nicht an sie ran. Robin, ich komme einfach nicht an dich ran. Oh, die Kohle ist mir jetzt auch egal. Was toll ist, wir haben jetzt tatsächlich unsere erste Trüffel endlich mal gesammelt. Das heißt, wir können jetzt ein Bundle abschließen. Wir brauchen bloß noch den Rotkohl. Aber das Schlimmste haben wir tatsächlich jetzt gepackt. Sagen, ich gehe dann gleich mal alle Leute ab, die wir noch so kennen. Da wir keine Leute wirklich kennen, ist es okay. Ich habe gar keinen Inventarplatz mehr. Hatte ich noch eine Quest auf dem... Ach hier... Ah, richtig. Ich sollte ja die dem Clint zeigen. Das können wir auch gleich mal machen. Ich hab's nicht ganz vergessen, tatsächlich. Ich wollte eh zu Clint. Der soll den Goldbarren kriegen. Und dann gehen wir mal unten ein bisschen ab. Für Pam habe ich jetzt natürlich nichts. Ich nehme nochmal zweimal Met mit. Bisschen Honigwein. Das ist auch für Willi ein gutes Geschenk. Ja, ja, danke, Jungchen. Met. Habe ich irgendwo. Nee, das war ja das Bier. Hatte ich nicht irgendwo Met eingelagert? Eine Weintraube bräuchte ich eigentlich auch. Ich habe kein Met eingelagert. Naja, dann tut's auch ein helles Bier. Ist doch egal. Na, ist immer wirklich was. Tausend Dank, Kindchen. So, ich gehe in die Stadt. Sammel den Müll der Leute auf. So wie ich das mache als feiner Bürger. Und krieg und gebe Clint. Ja. Ja, von gut verliert. Das wollte ich eigentlich geben. Okay, sonst gab's nichts. Das ist schön. Das ist wunderschön. Vielleicht treffe ich. Oh. Alex verkauft hier Eis. Hi, Alex.
Es ist Sommer, ich muss Eis mitnehmen. Das gehört einfach dazu. Was willst du? Was mag denn Alex? Moment, schauen wir doch gleich mal. Eier und ein volles Frühstück. Na, besten Dank, habe ich beides nicht dabei. Doch, ich habe Eier dabei. Und das denn? Das ist cool, danke. Und ich habe auch keine Sonnenblumen mit. Vincent wollte, mochte angeblich Weintrauben. Wow, vielen Dank, das ist grandios. So, Penny. Wenn ich sie schon mal alle hier habe. Penny, 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 Penny. Smaragd. Sandfisch und Diamant, die kriegt einen Smaragd. Und Jazz. Nee, das ist Gast. Pinke, Kokosnuss und. Na, hab ich alles nicht. Die kriegt von mir einfach eine Schokotorte. Danke dir, steht total auf sowas. Ich liebe Geschenke, danke dir. Die blöde Haley kauft sich gerade ein Eis. Und der blöden Haley, extra für sie, gehe ich nochmal und hole eine Sonnenblume. Ja, die soll sehen, was sie verpasst, wenn ich ihre Schwester heirate. Wenn ich nur wüsste, wo die sind. Sonnenblume. Den sollte ich auch mitnehmen. Sonnenblume. Ich hatte doch welche eingelagert. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Ihr habt sie bestimmt schon gesehen. Ich habe doch extra Sonnenblumen eingelagert. Für schwere Zeiten. Weil ich ja dachte, Emily liebt sie. Aber ich kann sie nicht finden. Das fuchst mich. Nach was habe ich die jetzt sortiert? Ich habe keine Ahnung. Ah ja. Wer M sagt, weiß nicht weit und hat nicht viel gemacht. Das gibt's doch nicht. Was liebt denn die blöde Kuh noch? Ja. Money, Robin, Vincent, Willy, Met, Kürbis, Diamant. Wo hab ich sie denn? Die war mir so unwichtig. Haley, Kokosnuss und Sonnenblume. Ich hab noch eine Kokosnuss. Ich würde aber tatsächlich... Ach, da. Hat irgendwie... Irgendwie hatte ich ein anderes Bild im Kopf. Ich weiß auch nicht. Fragt besser nicht. So, Stadt. Hey, Haley, bist du noch da? Natürlich, du brauchst 3 Stunden, um dein Eis zu essen. Ist ja logisch. Du willst ja nicht fett werden. Wahrscheinlich... Oh, das mache ich am liebsten. Irgendwie freigeschaltet, vernetzt. Ich habe heute 3 Stunden damit verbracht, meine Unterschrift zu üben. Für was? Das ist ganz schön dumm, was? Ja, ist es. Es tut mir leid, aber diese Frau scheint nicht sehr helle zu sein. Oh, Elliot. Elliot hatte ich doch auch. Der liebt Entenfedern. Cletus, das ist ein wunderbares Geschenk. Danke dir, es ist fast so schön wie mein Haar. So, jetzt gehen wir mal noch zum ollen Vincent. Was rede ich denn zum ollen Willi? Nicht mal meinen Namen kannst du dir merken, Jungchen. So, der kriegt von mir so einen profanen Diamanten ins Knie genagelt. Weil ich gerade kein Met zur Verfügung habe. Ja, schön. Ich finde es aber ein bisschen traurig. Der Mann ist extrem alt und liegt noch an seinen. Ja. Okay, eigentlich ist es schön, wenn man schöne Erinnerungen von seinen Eltern hat, ist das ja eigentlich was Schönes, aber. Ja. Ist das ja jetzt erstmal so dahingestellt. So, Krobus. Oh, was ist denn jetzt los? Eine Person der Schatten an der Oberfläche. Das ist ungeheuerlich.
Deine Leute sind schuld am Tod meiner ganzen Familie. War nur eine kleine Familie, so wie es aussieht. Wenn ihr Zwerge uns nicht aus der Heimat unserer Ahnen vertrieben hättet, wäre Gewalt nie nötig gewesen. Mir tut es leid, was mit deiner Familie passiert ist. Tut mir leid, reicht hier nicht. Erstmal beide weggebounced. Lass mich los, er ist das Letzte. Versucht's doch, Spitzling. Der besteht aus Gas, was willst du tun? Oh, Rasputin. Ruhe, alle beide. Die Elementarkriege sind schon lange vorbei. Ihr habt keinen Grund mehr zu kämpfen. Aber er sieht anders aus als ich. Ihr beiden müsst Frieden schließen, den Menschen zuliebe. Sicherlich seht ihr das auch so. Und kleine Kinder. Oh gut, ich werde mich jetzt an der Kanalisation fernbleiben. Warum willst du da überhaupt freiwillig hin? Und was unsere Vergangenheit betrifft, es tut mir wirklich leid. Es ist nichts Persönliches. Aber ich hasse dich trotzdem. Sehr gut, ich werde ein Siegel des Versprechens zaubern, um dieses Abkommen zu vollenden. Wololo. So, ich hab dir extra den... Haha, auf den hatte ich zwar gar nicht mehr abgesehen, aber es ist gut, dass ich hier bin. Ich geb dir mal lieber den Meerrettich, der ist weniger wert als... Das ist ein fantastisches Geschenk für meine Leute, es ist eine große Ehre, so etwas zu erhalten. Irgendwie mag er uns trotzdem nicht mehr, habe ich das Gefühl. So, wen können wir denn noch alles abfrühstücken? Haley hat man schon. Emily würde ich gerne noch was schenken. Na, vielleicht gehe ich heute Abend einfach in die Dingens. Ich versuche jetzt erstmal die zu erwischen, die abends nicht in der Kneipe rumhocken. Na, die hat man alle schon. Ich mag es auf dem Hof zu leben. Am besten ist das frische Eis aus der Milch unserer Kühe. Oh nein, Mama macht heute Nacht Lauchsuppe. Ja, ist Lauch. Lea kriegt einfach nur... Lea ist gar nicht da. Oh, eine Käse-Lauchsuppe ist doch voll geil. Wo wir es merken, eine Hackfleisch-Käse-Lauchsuppe kann man auch mit, kann man auch ganz gut mit Tofu ersetzen. So, Mani ist da. Ja. Diamant-Kürbiskuchen, Bauernmahlzeit. Ihr kriegt einen verdammten Diamanten. Den treffe ich dann abends. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, ob er heute Geburtstag hat, aber ich glaube nicht. Rasputin würde ich gerne noch besuchen. Ich habe gar kein Speed mehr, fällt mir gerade ein. Gluck, gluck, gluck. Erstmal zu Rasputin. Oh, der Laden ist da. Gibt es da jetzt noch irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Eingelegtes. Seltene Saat, nee, die seltene Saat. Habe ich ja schon angebaut und ich habe auch noch eine auf Vorrat. Edelwicke. Hey. Rasputin. Wir haben uns gerade getroffen. Ich muss sagen, wo habe ich jetzt die Void Essence da? Ja, nützliche Studien. Kannst du... Ich war vor langer Zeit verheiratet, nachdem meine Frau und ich uns getrennt hatten, begann sie damit, durch die Gegend zu fliegen und jeden zu verfluchen, den sie gesehen hat. Es ist traurig. Keine sehr erwachsene Art, ihr Wut Ausdruck zu verleihen. Die Frage ist natürlich, warum habt ihr euch geschieden?
Oh. Okay. Sei mal so dahingestellt, wir tun einfach so, als hätten wir es nicht gesehen. Ja, ja, die Wut einer Frau. Heute Abend gehen wir noch mit ein bisschen Pepperoni in und anderen Zeug, würde ich sagen, in die Bar, aber erstmal muss ich... Ich habe ein paar Leute habe ich jetzt erwischt, aber alle Leute werde ich wahrscheinlich nicht dieses Jahr hinkriegen, glücklich zu machen, weil ehrlich gesagt, ich brauche dafür einen ganzen Tag, um ein paar Leute allein schon zu erwischen. Aber wenn ich einen Großteil erwische, bin ich schon ganz froh. Fiddlet, Straußen fahren, ja, Entschuldigung, nicht Fiddlet fahren. Und es hat aufgehört zu wirken. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Oh nein, das sind Pilze. Und ich kann sie nicht aufnehmen. Guck gleich mal, ob ich irgendwas wegschmeißen kann. Ess einfach das Ei. Guten roten Pilze. Keine Ahnung, was ich da gerade gefunden habe. Ich muss auch mal die Schleimeipresse machen demnächst. Ach, egal, auf die Algen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die Pilze sind deutlich mehr wert. Bestimmt irgendwelchen Mist, den ich da gefunden habe, ist auch nicht so wild. Mein Inventar muss ich ein bisschen leeren. Oben könnte ich versuchen, mal morgen könnte ich versuchen, die oben mal alle abzufrühstücken. Ich habe halt echt das Problem jetzt, dass erstmal ich Lea nicht finde. Lea erwische ich immer so schlecht, ich weiß gar nicht, wo die blöde Kuh rumrennt. Bin ich schon wieder bei Marnie. Ich renne aber mit vollem Inventar rum, damit ich auch wirklich für alle was habe, wenn ich sie treffe. Ui, da wächst aber ganz schön was drauf. Ich werde einfach mein Inventar ein bisschen leeren heute jetzt noch. Das brauche ich nicht. Den lasse ich mal. Das brauche ich nicht. Das ist halt das Problem, wenn ich dann irgendwelchen Mist finde. Lasse ich auch mal. Ja, die Iridium springt mal richtig. Der kann hier rein. Was mache ich jetzt? Ich überlege noch gerade. Ich wollte noch irgendwas. Pepperoni wollte ich mitnehmen. Da müsste ich jetzt eigentlich so ziemlich alle was dabei haben, die da sein könnten. Den Schleim sollte ich vielleicht noch wegschmeißen. Habe ich den hier eingelagert? Ne, habe ich nicht. Die Dinger habe ich aber eingelagert. Den hier unten eingelagert. Sieht nicht so aus. Hab ich hier welchen? Ich habe gar kein Fiddlethorn, oder? Nee. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich welchen. Interessant. Hatte ich gar nicht da. Auster und Hummer habe ich, glaube ich, hier oben drin. So, wo ist die jetzt gelandet? Nee, habe ich nicht. Mann, mir fehlt noch so viel Zeug. Das ist interessant, was einem alles fehlen kann. Naja, was soll's. Ja. Ich renne mal ganz schnell in die Bar. Bevor die zumacht und dann renne ich hoch zum... ihr wisst schon, zum Dingshaus, zum Community Center. Ja, hey Mann, Shane haut auch schon ab, die hauen schon alle ab. Bin viel zu spät. Willy, Clint. Ah, da ist Kent.
Oh, das ist Lea. Hä? Mochte die die nicht? Lea? Ach nee, die mochte Ziegenkäse und Wein. Hoppla. Hast du verdient, ich kann dich irgendwie nicht leiden. Niemand kann dich leiden. So. Madame Emily, du kriegst das. Gas liebt, was liebt Gas? G-U-S. Nee, das sind alles heiratbare Gas. Diamant und Schokotorte ein bisschen weniger. Er liebt Diamanten. Boah, es passt irgendwie gar nicht ihm. Clint hat man schon. Ich bin auch Journey of the Prairie King. Hat keiner gesehen. Der Kaffee lässt nach. Oh, ein Gesuch. Dreimal Thunfisch. Nö. Tatsächlich gar kein Interesse. Wenn ich ehrlich bin. Hä? Der wirkt gar nicht mehr, oder? Das ist natürlich echt ein bisschen blöd. Egal, jetzt will ich erstmal noch das abschließen. Ich bin froh, dass ich endlich mal so eine scheiß Trüffel gefunden habe. Nein. Den Rotkohl werden wir auch noch diesen Monat schaffen. Trüffel. Ich hätte es nie gedacht. Wir haben es jetzt doch noch gekriegt. Dreimal pinke Torte. Das gefällt mir außerordentlich gut. Cake by the Ocean. Wieso wirkt der Kaffee nur einmal am Tag? Kann das sein? Ich finde das gerade ein bisschen bescheiden. Morgen gehen wir mal zu allen oben. Ich würde jetzt tatsächlich gerne noch ein bisschen... ja... Zaun bauen. Da oben liegt Edelwicke, aber die ist mir sowas von egal. Vielleicht soll ich auch noch ein paar Sachen verkaufen. Käse, Gelee, das kann weg. Was wollte ich jetzt eigentlich noch? Ich wollte doch noch ernten, muss ich unten nochmal kurz. Das ist wichtiger als das Zeug neu zu bestücken da, würde ich fast sagen. So, jetzt gehe ich einfach schlafen. Das schaffen wir. Da bin ich guter Dinge. Morgen früh neu bestücken, gar kein Problem. Gut's Nächtle. Damit kann ich ganz gut leben.